Hallo, willkommen zu einem neuen Video der Firma Grotech GmbH. Heute geht es um Aktivkohle. Viel Spaß beim Zuschauen. Nachdem wir ja schon über verschiedene Filtermedien gesprochen haben, kommen wir heute mal zur Aktivkohle. Da haben wir zwei verschiedene Arten. Praktisch das Aktivcarbon und das Kokocarbon. Für was brauchen wir Aktivkohle überhaupt? Gute Frage. Ihr kennt sicherlich, mit der Zeit wird das Aquariumwasser immer gelblicher. Das kommt durchs Futter, durch die Ausscheidungen von den Fischen und sonstigen Sachen. Teilweise auch von Nesselgiften. Und dazu setzt man Aktivkohle ein. Und Aktivkohle ist ein Adsorbermaterial. Das heißt, praktisch könnt ihr euch das vorstellen wie ein ganz feines Sieb. Und der Dreck bleibt praktisch in dem Sieb hängen. Und irgendwann ist das Sieb voll. Und dann müsst ihr die Aktivkohle entfernen und eben durch neue Aktivkohle ersetzen. Das ist eigentlich praktisch die Wirkungsweise. Die Aktivkohle wird dann beladen und irgendwann ist eben die Adsorberkapazität erreicht. Und dann weiß man nicht so genau, was dann passiert. Entweder sie macht einfach nichts mehr oder sie gibt es wieder ab. Also von dem her empfehlen wir eigentlich, die Aktivkohle höchstens eine Woche einzusetzen und dann zu verwerfen. Also wegschmeißen und eine neue reinzusetzen. Oder was vielleicht noch sinnvoller ist, nicht ständig über Aktivkohle zu filtern, sondern einfach mal wirklich einmal im Monat gezielt eine Woche Aktivkohle einsetzen. Gut, wir haben ja hier das Aktivcarbon. Das sind so eine Presskohle. Das sind so kleine Zylinderwürstchen. Die ist praktisch aus Steinkohle gewonnen, wird dann gepresst, Säure gewaschen und dampfaktiviert. Und wir haben hier die Kokocarbon. Das ist praktisch ein Granulat oder ein Bruch, Aktivkohlebruch. Die wird auch gebrannt natürlich. Und wie der Name sagt, wird ja aus Kokosnussschalen hergestellt. Ist also praktisch ein nachhaltiges, nachwachsendes Produkt. Die wird, nachdem sie gebrannt wurde, auch gereinigt und eben mit Mineralwasser gleich aktiviert. Die könnt ihr eigentlich direkt so reinsetzen ins Aquarium zum Filtern. Und der Vorteil von der Kokocarbon ist, man braucht nicht so viel. Also die Aufnahmekapazität und die Geschwindigkeit, wie die Kohle die Gelbstoffe und chemischen Rückstände aufnimmt, ist viel stärker. Also ist noch ein Sparprodukt, ein ökologisches, nachwachsendes Produkt. Die muss ja irgendwie ins Aquarium kommen, also so reinschütten. Eher nicht, weil das ist ja rechte Sauerei. Wir haben da jetzt zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten. Wir haben da so kleine Säckchen, Filterbeutel. Da kann man die reinfüllen, geschickt mit einem Verschluss oben. Die kann man dann, muss man dann halt irgendwo hinhängen, wo eine starke Strömung ist. Und ab und zu mal ein bisschen bewegen. Das gleiche haben wir noch in einem besseren Material noch. Oder in einem stärkeren Material. Das ist praktisch so ein... Das gleiche Prinzip, bloß ist das jetzt ein Kunststoffgeflecht eben. Das sieht man vielleicht. Also das könnt ihr dann noch vererben, das hält in 100 Jahren noch. Und gibt natürlich auch die andere Möglichkeit noch, dass man, haben wir euch schon mal gezeigt, zum Beispiel den Durchlauffilter. Den gibt es jetzt auch in zwei verschiedenen Größen und mit verschiedenen Anschlüssen. Da könnt ihr dann anschließen, je nachdem, also mit Aktivkohle muss ja stärker verströmt werden. Da kommen dann praktisch die Anschlüsse rein. Könnt ihr aber auch für andere Sachen nehmen, also als Nachbrenner für den Kalkreaktor oder um irgendein anderes Filtermedium reinzutun. Und da haben wir dann die kleineren Anschlüsse. Die könnt ihr dann euch selber aussuchen, was euch genehm ist. Ja, die zwei Kohlen gibt es natürlich auch in größeren Gebinden für größere Aquarien. Ich fasse nochmal zusammen. Die Aktivcarbon, Säure gewaschen, dampfaktiviert, pelletiert aus Steinkohle. Die Kokocarbon aus Kokosnussschalen, nachhaltig und sehr schnell. Wechseln müsst ihr sie beide. Also ich würde es mal sagen, höchstens eine Woche im Einsatz, dann danach rauswerfen und eben dann drei Wochen später wieder einsetzen oder je nachdem, wie ihr es alle gern möchtet, weil da gibt es verschiedene Philosophien und jeder hat seine eigene Meinung. Soll jeder machen, wie er es gern möchte, aber wechseln müsst ihr das so oder so. Und ansonsten, kurz und knapp wie immer,
viel Spaß mit eurem Aquarium und ansonsten abonniert unsere Kanäle YouTube, Facebook, Instagram, bei YouTube die blaue Glocke und ansonsten schönen Tag noch. Ciao!